Es wird bei der Leichtathletik dieses Jahr ein neues Klassifizierungsmodell implementiert, das heißt Sports Impact Standards. Und das ist eben auf der Grundlage dessen, dass die TrainerInnen vor Beginn der Spiele die AthletInnen in gewisse Level oder Gruppen melden müssen. Das heißt, wir hatten im Vorfeld Vorbereitungslehrgänge, wo wir dann eben auch Trainingszeiten genommen haben. Und anhand derer haben wir dann eben die AthletInnen nach bestem Gewissen eben in diese Gruppen eingeteilt. Wir hatten zusätzlich dann eben noch Ergebnisse vom vorherigen Jahr, von den nationalen Spielen. Also hatten wir da eigentlich eine ganz gute Zeitschiene mit einigen Ergebnissen. Und dann war es eben gestern beispielsweise so, wobei man auch sagen muss, dass die deutsche Delegation da schon ein kleiner Vorreiter ist, dass wir das sehr, sehr, sehr gut gemeistert haben mit dieser Meldung. Gestern ist eben eine Läuferin von uns, hat eben die Stimmung mitgerissen und ist enorm schnell gelaufen. Das heißt, sie hat sich auf den 800 Metern im Vergleich zum letzten Jahr eine Minute gesteigert. Also das muss man sich mal vorstellen. Ist letztes Jahr 4 Minuten 20 gelaufen und jetzt dieses Jahr 3 Minuten 25. Also eine enorme Steigerung, die wir im Trainerteam einfach so nicht vorhersehen konnten. Und dadurch ist sie eben an diesen Maximalbereich dieses Levels getreten. Das heißt, deswegen wurde sie eben leider disqualifiziert, weil sie diesen Maximalwert, also die Zeit in diesem Level überschritten hat. Und genau, deswegen wurde sie leider eben disqualifiziert und wird aber dennoch geehrt. Und wir haben auch das in der Mannschaft, ich glaube, ganz gut, wir sind damit gut umgegangen. Es ist ja eigentlich auch eine schöne Tatsache, dass sie sich so enorm gesteigert hat. Und darauf kann sie auch stolz sein und ist sie auch. Sie versteht das. Natürlich ist es unglaublich schade, dass sie eben jetzt nicht mehr im Finale antreten darf. Aber sie hat andere Wettbewerbe und darauf konzentriert sie sich jetzt. Und sie nimmt auf jeden Fall diese enorme Bestzeit mit. Und beim nächsten Mal wissen wir dann wirklich, was auch in ihr steckt. Genau. Ich war sozusagen zum Teil auch in internationalen Gremien in diesen Wandel oder diesen Änderungsprozess involviert. Es gibt, glaube ich, viele Bestandteile, die sehr, sehr sinnvoll sind und die auch den Wettbewerb an sich sehr attraktiv machen. Also es ist zum Beispiel in der Leichtathletik und im Schwimmen, da wird es hier getestet, dass es dann Viertelfinals, Halbfinals, Finalläufe gibt, so wie man das aus dem Regelsport auch kennt. Vorlauf, Halbfinale, Finale, wir nennen das dann Viertel, Halbfinale und Finale. Das macht, glaube ich, Sinn, was sozusagen der Weltverband eben eingeführt hat. Nicht sozusagen in unserem Interesse, da sind wir auch international dabei, sozusagen das auch nachzubereiten und dann auch nach den Weltspielen zu evaluieren, sind eben genau diese Level, die es aus unserer Sicht tatsächlich gar nicht bräuchte. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn wir eben 64 Leichtathleten haben, die in den 100 Meter an den Start gehen, dann gibt es 8 Leistungsgruppen oder 8 Gruppen, wo sie eben das Viertelfinale laufen. Diese Vor-Ort-Klassifizierung ist die Basis des Special Olympic Sportkonzepts und genau deswegen eben auch sehr sinnvoll, weil sie eben bei unseren Athletinnen und Athleten unvorhersehbare Einflüsse, und das kann sowohl in die positive Richtung sein, als auch in die negative, eben abbildet. Und wenn Athletinnen und Athleten vielleicht das erste Mal in ihrem Leben jetzt aus einem sehr weit entfernten Land angereist sind, die Reisestrapazen haben, andere Kulturen sehen, andere Menschen, dann kann es eben vielleicht auch mal auf eine schwächere Leistung Einfluss haben. Und durch diese Klassifizierung, erst im Viertelfinale, dann im Halbfinale, hat man sozusagen 2 Vorortzeiten, bis man dann wirklich im Finale die Finalgruppen einteilt. Und das würde aus unserer Sicht völlig ausreichen. Da braucht es eigentlich keine Vorab-Level-Einteilung, weil man eben genau das, wie gesagt, wir waren da sehr sorgsam, haben in den Vorbereitungslehrgängen das absolut gut, glaube ich, umgesetzt. Aber es ist natürlich einfach ja, sehr schade, wenn dann eine Athletin die beste Leistung ihres Lebens läuft und dann eben knapp außerhalb des Levels ankommt und sich in die Freude dann eigentlich die Disqualifikation mischt. So, also es gibt sehr viele gute Elemente, das ganze System an sich sozusagen ist neu und ich glaube, wir müssen da an der einen oder anderen Stelle gemeinsam mit dem Weltverband dran arbeiten, dass es einfach die guten Elemente behält und vielleicht die ein oder andere Anpassung noch, damit man so eine Dinge dann ausschließen kann. Darüber, ich laufe so, wie ich drauf bin und würde trotzdem mein Bestes geben.
ergänzen. Im Schwimmen ist mir bislang auch genau ein Fall bekannt bei uns im Team, wo das auch genau dieselbe Situation war. Einfach Familie, Freunde auf den Rängen, wahnsinnig volle Ränge, Applaus, und die ist das Rennen ihres Lebens geschwommen. Genau. Und dafür haben wir sie auch gefeiert. Genau, und ich hoffe und denke eigentlich auch nicht, dass die AthletInnen sich während dem Rennen deswegen Gedanken machen. Erstens kommunizieren wir natürlich immer, dass sie ihr Bestes geben, und das ist, glaube ich, wirklich tief verankert. Und da braucht es dann natürlich auch Vertrauen, dass die TrainerInnen das dann auch im Vorfeld gut gemacht haben. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Alle Infos unter berlin2023.org.